Was sind denn die ersten Gedanken, wenn man das Wort Olympia hört? Sport, Anstrengung, aber auch genießen. Was denn genießen? Die Atmosphäre, das Drumherum, die Olympia-Gedanke, der ganze Flair. Für meine ersten Olympischen Spiele und das will ich dann alles irgendwie aufsaugen. Worauf freuen Sie sich denn am meisten? Auf die Wettkämpfe und auf die Eröffnungsfeier. Was glauben Sie, ist denn ein Wettkampf anders als ein Wettkampf im normalen Weltcup jedes Wochenende? Eigentlich nichts. Also es sollte eigentlich nichts anderes sein und einfach so machen wie immer. Und dann das Beste geben und dann soll das Beste dabei rauskommen. Bereitet man sich da auch anders drauf vor? Es ist natürlich ein bisschen, nein, eigentlich nicht. Wie sehr spielt denn eine Rolle, dass es in Südkorea ist? Freut man sich auf so ein Land? Waren Sie da schon mal in Ihrem Leben? Nee, da war ich noch nicht und natürlich hat man davor, gab es viele Diskussionen, wie es jetzt ist, auch mit den Unruhen, wo in der Medienball waren und ich denke, dass die Wogen ein bisschen geglättet wurden, jetzt da die Verhandlungen waren, dass jetzt von Nordkorea auch natürlich auch Sportler mit teilnehmen und das ist schon ein bisschen beruhigend, finde ich, von meiner Seite aus und deswegen hoffe ich, dass das alles gut läuft. Bleibt da eigentlich Zeit, sich da ein bisschen was anzuschauen in dem Land? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich war noch nie dort und deswegen weiß ich gar nicht, wie die Entfernungen jetzt sind von Ort zu Ort oder wo man was sehen kann. Deswegen kann ich es gerade nicht sagen. Letztes Jahr gab es ja schon so eine Art Generalprobe. Es fanden ja schon Läufe statt. Haben Sie schon mal geguckt, wie denn so der Parcours aussieht? Nee, ich war letztes Jahr nicht dabei. Da waren dann nur ein paar Einzelathleten vom Langlaufteam. Deswegen habe ich die noch nicht live gesehen, nur im Fernsehen natürlich verfolgt. Und die sehen selektiv aus und anspruchsvoll, aber auch wirklich gut. Und ich freue mich eigentlich drauf und sahen eigentlich schon, machen was her, die Strecken. Spielt das eigentlich überhaupt eine Rolle vor einem Wettkampf, wie die Strecke aussieht oder sagt man, ich muss da ja eh durch, ist völlig egal, ob rauf, runter, ob flach? es spielt schon eine Rolle, aber man sollte sich halt, also ich mache mir keine Gedanken, oder soll man nicht, weil man muss ja wirklich einfach nur hoch, runter oder geradeaus laufen oder jeder muss da durch und deswegen muss man sich darauf einstellen, was für Strecken auf einen zukommen und da muss man das Beste draus machen, aber ich denke, dass die Strecken ganz, ganz cool sind. Wie ist denn die sportliche Zielsetzung? Meine sportliche Zielsetzung ist, im Sprint natürlich alles zu geben und da wirklich vorne mit angreifen zu können und in den Mannschaftswettbewerben, dass wir da wirklich auch mal vielleicht vorne mitkämpfen können, dass vielleicht was Großes draus wird. Das ist so meine Zielsetzung. Es gibt ja ehemalige Kolleginnen, die mittlerweile so ein Gewehr auf dem Rücken rumtragen. Ist das auch so ein Gedanke, mit dem Sie spielen? Nee, bis jetzt nicht. Also es ist natürlich ganz, ganz viel Gespräche und ganz viele Einzelpersonen, die nach den ganzen Wechseln vom Langlauf zum Biathlon immer wieder mit mich ansprechen, aber mit den Gedanken habe ich eigentlich noch nie gespielt, weil Langlauf einfach ein schöner Sport ist und den bleibe ich erhalten. Was ist denn da so faszinierend an Langlauf? Ja, der ist eigentlich sehr vielfältig. Das denken viele nicht und können sich auch viele nicht vorstellen, aber die Wettkampf, so viele verschiedene Wettkampfformen und Einzelheiten, Kleinigkeiten, worauf es ankommt, einen guten Wettkampf zu machen und das macht es einfach auch aus und klar, es ist knallhart, sauhart, sau anstrengend und ganz viele harte Konkurrenten, aber ja, es macht Spaß. Hatte man denn als Kind nie die Berührung, mal vielleicht Alpinistin zu werden? Doch, also ich bin auch viel alpin gefahren, aber nie irgendwie so ambitioniert, dass dann irgendwie für einen Leistungssport irgendwie gereicht hätte oder war immer schon irgendwie auf Langlauf, das hat mir mehr Spaß gemacht und war auch jeden Tag immer auch draußen im Winter auf den Langlaufskiern und dann bin ich da irgendwie so reingewachsen.